Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Ja, mit einem neuen Charakter wieder, mit einem Ball Lightning Hierophant, ja, Totemsteller, Totemmancer. Und ja, der letzte Bild, Soulbreast Necromancer, ist leider ja ein bisschen zu squishy dann gewesen. Hat eigentlich gar keine richtige Defensive mehr. Ich musste unbedingt ja einen Fünfling herstellen und konnte es nicht. Soulbreast, der wollte einfach nicht Fünfling werden. Ich hatte ungefähr so, weiß nicht, 30, 40 Orb of Binding reingetan. Und es kam einfach kein Fünfling raus. Deshalb, ja, konnte ich einfach nicht mehr weiterspielen. Ich war einfach zu squishy. Bin einfach sofort gestorben immer wieder. Und deshalb habe ich mich umgeskillt in diesem, ja, doch sehr gut Solo-Self-Farm Wave. Mach noch ein bisschen wenig Schaden, weil mit diesem Wave of Connection habe ich 2500 Schaden gemacht und jetzt mache ich nur noch 553 Schaden pro Sekunde. Ist schon recht viel weniger, aber dafür ja, ist das sehr, sehr gut im AOE. Und ihr habt gesehen, er ging nicht lange zum Besiegen, also scheinbar stimmt einfach die Anzeige Mini. nicht richtig. Also ich denke, er macht viel mehr Schaden als 500 pro Sekunde. Ich denke auch, weil ich drei Geschosse schieße und alle drei können bei Ball Lightning wahrscheinlich treffen. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Außerdem sind es ja mehrere Totems, könnte auch noch ein Grund sein. Also es könnte bis zu 3, 6, 9 Mal treffen wahrscheinlich. Genau weiß ich es nicht. Ja, ich brauche Attack Speed, das ist der Lightning Totem. Ja, und die anderen kann ich gar nicht so viel skillen, weil sonst zu viel Dex oder Strength vonnöten ist. Genau, und Elemental Focus muss ich eventuell ich muss ihn einfach hier auf einen anderen Slot nehmen. Okay. Hier unbedingt annehmen, immer die Quest. Sie ist nämlich ein bisschen verbuggt, wenn ihr die Quest nicht annehmt. Dann bekommt ihr kein Skillbuch über, wenn ihr die Quest abschließt. Scheinbar. So genau kann ich es mir jetzt auch nicht vorstellen oder glauben. Aber scheinbar kommt das oft noch vor. So. Also. Was ist jetzt so speziell an diesem Bild? Wir haben unter anderem, also jetzt haben wir ja den Fünfling nicht. Also ich habe ihn nicht bekommen. Haben wir hier noch ein, ja, 3-Slot-Ding. Ah ja, genau. Hin. Hineintun. So. Ich habe übrigens das Amulett gefunden, das ich so dringend suchte. Für den Solarist Necromancer habe ich gefunden. Akt 3. Genau. Ja, wie heißen die? Labyrinth da. Ja, Imperialgarten. Die imperialen Gärten. Genau. Also. Ich habe hier, ja, Lightning Damage with Non-Critical Strike is Lucky und Elemental Overload. Und beides zusammen ist scheinbar diese Liga extremst stark. Jetzt muss ich nur ein bisschen mehr kritische Treffer noch machen, weil die Chance zu kritten ist wahrscheinlich sehr, sehr gering. 6,5%. Das muss unbedingt, ja, 20 oder so sein. Und jetzt weiß ich gar nicht genau, was ich alles killen soll. Ich könnte hier ja, Shaman's Domination und so skillen.
Aber ich würde das gerne ein bisschen anders machen können. Und zwar müsste ich dafür... Ich weiß nicht, aber ich muss mindestens einmal kriten alle 8 Sekunden. Keine Ahnung jetzt direkt, was ich nehmen soll. Ich kenne auch die Notes jetzt auch nicht immer so auswendig. Ja, ich lasse das einfach mal bei 6%. Eventuell kriten wir schon alle 6 Sekunden. Ja, wir müssen jetzt einfach weiter. Das ist das Wichtigste. Dann gibt es noch Notes, die einfach ja, so ein paar Sachen steigen, also Schaden steigert. AOE steigert noch Notes. Da das andere. Gehen wir dann, was wir noch so gebrauchen könnten. Ja, also der Schaden ist scheinbar extremst hoch. Genau, Mento Formato ist noch ein Not, den ich jetzt gar nicht im Kopf hatte. Dann auch den ein Not Glancing Blow heißt der. Der macht, dass wir 65% vom geblockten Schaden erleiden müssen. Aber dafür haben wir eine, weiß ich, eine extrem hohe Blockchance. Also wir blocken dann fast jeden Treffer ab. Den nehmen wir noch. Und sonst eben erst T16, also ist eigentlich alles Content machbar im Solo-Safe-Round. Also man braucht die Rüstung nicht, wo man Skelltoten schon hat auf der Rüstung und nicht auf den ja, Slots. Und er braucht andere Sachen auch nicht. Also er braucht kein Unique zwingend. Das ist das Wichtigste. Und deshalb ist er für uns sehr gut geeignet. Weil wir aus dem Gildenlager bekommen wir natürlich auch nicht alle Items über oder so. Ah ja, er braucht keine Juwelen. Also keine Cluster und keine normalen Juwelen. Keine Ding. Also nur im Gürtel ein Abyss-Juwel oder wie die heißen. Auf jeden Fall. Ja, sonst eigentlich gar nichts. Und ja, die Dinge, die Ringe müssen vielleicht ein bisschen offensiv sein, so mit 20 Blitzschaden oder so. Aber sonst muss wirklich gar keine Offensive rein. Ein Stab natürlich, Zauberstab noch ein bisschen Offensive. Aber alles andere, ja, kann ich jetzt so im Kopf jetzt gerade ja, sagen, brauchen wir nicht. Also, das ist wirklich ultra solo. Und das liegt auch an diesem einen Skill hier. Arcane Cloak, genau. Der tut auch nochmals natürlich Mana fressen, aber dafür uns schützen. Also jedes Mal, wenn wir den einsetzen, verlieren wir die Hälfte des Manas jetzt bei uns zum Beispiel. Also er kostet genau 51% vom Mana kostet er uns. Also er macht so viel Defensive wie 51% von unserem Mana verlieren. Das ist extrem viel. Also wenn man jetzt den später dann mal Hierophant hat jetzt sowieso zwei Nodes. Hier und hier, das uns Mana gibt. Und ja, das auch weniger Mana kostet, die Skills. Und das macht natürlich alles extrem stark, also defensiv. Also das wird wahrscheinlich schon unser Leben immer wieder retten. Okay, der Unique-Ding ist scheinbar auch tot. Wenn er überhaupt dort war. Gehen wir mal hier runter. Ja, ich bin sehr glücklich, dass ich
so ein Bild wieder gefunden habe. Solo Self-Found-Bild sind natürlich nicht immer so auch gut machbar, wenn man eventuell ja doch noch ein paar Items braucht, die man einfach nicht findet. Und das heißt dann, man ja ist trotzdem noch extremst am Farmen und findet einfach die Items nicht, die man einfach braucht. Und deshalb ist ein Bild, wo man jetzt wirklich nichts braucht, schon ein richtiges Segen. Man ist dann einfach zu wenig defensiv, bis man endlich mal wirklich defensive Items gefunden hat. Aber ja gut, das Spiel ist halt einfach mega hart. Also, ich werde morgen sicher lange live streamen. Ich habe ja jetzt alles auch gut eingestellt mit dem neuen Mikrofon. Die Qualität könnte noch besser sein. Könnt ihr gerne ein bisschen mir noch erklären, was man noch alles einstellen kann. Dann bei OBS ist natürlich wichtig. Und dann habe ich natürlich sehr gut. Aber ja, es ist erstens mal noch ein bisschen zu leise. Ich kann es nicht mehr lauter stellen. Und zweitens, ja, muss ich sehr das Noise Gate, also die leise Sachen muss ich mega reduzieren, damit sie nicht mehr passiert. Weil die Empfindlichkeit ist schon gewaltig hoch, weil ich ja auf maximalem Sound eingestellt, also Lautstärke eingestellt habe. Naja. Und die letzten zwei Testvideos, die ich gemacht habe, da hatte ich manchmal gar keine Stimme. Also ja. Ich hatte wirklich manchmal einfach so Aussätze beim Klang, also beim Reden. Ja, und jetzt hoffe ich, da habe ich keine Aussätze mehr. Aber ich mache jetzt einfach mal eine ganze Aufnahme. Ist extrem schwer, wenn irgendwie ein Sound oder eine Grafik, also eine Grafikkarte oder so habt, oder ein neuer Bildschirm. Es ist irgendwie schwieriger, so etwas einzustellen. Weil für jede. Ja. Für jede ist es irgendwie ein bisschen anders. Also für jede Soundkarte zum Beispiel, keine Ahnung, aber bei mir sind die Soundkarten immer zu schlecht. Zu wenig Wucht. Zu wenig Sound. Stärke. Naja. Und jetzt zum Beispiel Last Epoch hat einfach dann plötzlich in einem Gebiet angefangen, mega zu laggen. 5 FPS hatte ich manchmal, so zwischendurch. Kann ich jetzt auch nicht. Ding hat, Forza Horizon 4 hat immer noch Probleme, dass manchmal die Server nicht nachkommen und deshalb laggt wegen den Servern. Und ja, manchmal ist einfach OBS ein bisschen schuld, dass es leckt. Keine Ahnung. Gibt allerhand Probleme mit einem neuen PC, wo eigentlich gar keine Probleme mehr mit Lecks zu sein sollten. Ich habe keine Ahnung, aber ja. So ist die Welt von heute, oder? Es gibt überall Probleme. Nicht nur dieses C macht Probleme. Die Leute, die arbeiten, machen die Probleme. Egal wo, also überall gibt es Verzögerungen und einfach irgendwie mehr Fehler. Und das merkt man schon. Also vor allem ich merke das. Das habe ich schon genügend. Ulti of File. Kann ich ja holen. So. Ja, jetzt muss ich mich zuerst mal gewöhnen, auch schön vor dem Mikrofon zu bleiben. Jetzt habe ich mein Mikrofon nochmals ein bisschen runtergeholt. Ja, das ist alles. Überall gibt es Umdenken, oder? Jetzt habe ich schon längere Zeit kein Mikrofon mehr gehabt, weil die einfach zu teuer sind, also einfach zu gute Qualität vonnöten sind. Also, ich habe einen Juwel, aber das sollte ich eigentlich nicht skillen. Ich muss hier zusammen, was ich brauche unbedingt Stärke. Ich mache die noch nicht zusammen, weil Resistenzen brauchen wir jetzt noch nicht so.
Ich muss jetzt hier rüber und dann hier runter. Das ist dringendst vonnöten. Ich glaube, ich mache aber zuerst hier noch die 5 Elementarresistenzen. Ja. Also eben, der Build, der gibt's nicht. Also es gibt kein Build. Ich habe nur einen Charakter, also von einem Spieler, das Charakterfenster. Und ja. Ich habe natürlich schon vor der PT Akt 3 das Labyrinth gemacht und es ging eigentlich relativ gut. Also der Build ist saustark. Und für jeden natürlich zu empfehlen, der jetzt mal auch neu ist im Spiel oder eben sowieso dann spielt, diesen Bait zu verwenden. Ihr könnt eben auch Wave of Conviction nehmen, kein Problem. Müsst aber dort umwandeln auf Blitzschaden. Also es hat 25% Blitz und 75% physisch und ihr müsst da die 75 physisch in Blitz umwandeln. Ja, und geht ja eigentlich relativ gut. Also ich habe die Boots verwendet. Also es gibt Unique Boots, die Blitz umwandeln. Also in Blitz umwandeln und Physical to Blitz. Also Physical to Thunder Game. Und dann hatte ich eigentlich die 100%, glaube ich. Weiß es nicht mehr genau, können wir nachschauen, aber ja, das habe ich verwendet und das war ultra stark. Also 2500 Schaden habe ich geknackt. DPS. Natürlich. So jetzt. Die gehen einfach runter. Die hören einfach auf, oben zu bleiben. Eieiei, die Toten sind doch auch Menschen. Das sind Menschen. Das sind Spiele. Das sind Spiele, die für uns kämpfen. Ja. KI kann natürlich besser sein. Ja, die künstliche Intelligenz. Wie hoch ist die? Und so spielen halt wirklich trotzdem. Genau, probieren wir mal den Boss aus. Ja, sehr leicht. Also ich werde es einfach mal versuchen mit dieser Rüstung, die einen Toten gibt. Also einen Toten gibt, den Spell Toten Game schon drin hat in der Rüstung. Und dann haben wir einfach einen Ding, passiven, also Support Game extra zur Verfügung. Mal versuchen, wenn ich mehr Defensive brauche, dann in roten Maps oder so, muss ich halt den rausnehmen. Aber was ich brauche, ist auf dem Schild ein plus extra Totem. Und ja. Denke ich schon, das ist ziemlich Ding. Also, mein Hauptschaden kommt von diesen zwei Ringen. Schon extrem stark. Aber dank, ja, der Gilde habe ich das natürlich bekommen. Und eben, diese Liga mache ich ja nicht solo self-found. Weil letzte Liga war eigentlich besonders gut. Ich starb immer wieder, weil ich einfach nicht defensiv genug sein konnte. Diese Ultimatum-Sachen. Jo. Und diese Liga, ja, es war ja nicht Ultimatum, es war ja dieses, ah, wie heißt die Liga wieder? Mit den Ausgrabungen, genau. Aber Ultimatum, Liga hatte ich auch viel gemacht und war dann auch zu wenig defensiv in roten Maps. Genau. Stimmt. Jo. Wo war ich? Akt 8. Akt 7 war ich noch. Sind die. Ja. Die andere Welt. Eigentlich ziemlich Ding. Scourge. Einfach Scourge heißt ja die Liga. Und die andere Welt heißt ja anders irgendwie.
Und da ist Discord-Schulen. Kann auch sein. Geht mal. Ja, es ist natürlich schon nicht für Solo-Safe-Round gedacht. Also die sollte man im Solo-Safe-Round eigentlich erst machen, wenn wirklich. Items sind so mittlere, sozusagen gelbe Maps geholt habt, ab dann macht ihr am besten diese Events. Die sind wirklich nicht für, ja, Solo Elefant gebronzt. Das ist unmöglich. Da braucht ihr viel bessere Ausrüstung während den ja, Maps, also Kampagne. In den Maps, also in den ersten Maps eigentlich. Also so wie ich gehört habe, ist T1 bis T5 Maps unmöglich am Anfang dieses Coach auszulösen und zu gewinnen. Also da braucht ihr leider schon sehr viele Items aus den Maps. Also ich werde es mal probieren dann, aber ich werde sicher sterben. Oder ja, sicher sehr viel kassieren. Na hier jetzt zum Beispiel bei diesem roten Boss von diesem Gebiet habe ich auch sehr viel Schaden bekommen kurz. So. Ja, ich sollte unbedingt noch das Leben mitnehmen. Vergessen. Also Ball Lightning wurde ja schon tausendmal genervt. Aber ist immer noch, wie wir sehen, eigentlich sehr gut, um zu clearen. Der erste Grund ist, da einfach ein Ball nur in der Nähe sein muss und alle Gegner in der Nähe werden getroffen. Zweitens, es durchschlägt alle, also Penetrance ist da. Dann eben der riesige AOE. Und sie gehen erst kaputt, wenn sie wirklich am Schluss angekommen sind. Also wenn sie irgendwo am Ende der Map oder so angekommen ist oder die Reichweite einfach zu Ende ist. Ich weiß nicht, wie weit die Reichweite ist, aber ich denke ein Bildschirm lang. Ja, so ziemlich ein Bildschirm lang. Und es geht ja immer ein halber Bildschirm an jede Ecke und das ist dann schon riesig ein Bildschirm lang. Also es lohnt sich schon sehr, Lightning zu setzen. Ja, ich glaube, alle 0,4 Sekunden ein Schlag und das ist natürlich schon so, dass dann mehrere Male der Gegner, auch egal wie dünn er ist, wie zum Beispiel dieser Dämon, dann einfach zweimal getroffen wird, bis er dann wieder zu weit weg ist. Ja. So, haben wir noch einen geschützten. Ist scheinbar neu. Ich habe den noch nie gesehen. Das ist ein Wahlmod. Und ist der scheinbar neu sein. Schützt nämlich den Wahlgegner und die in der Nähe. So. Schau, dass ich diesen Conviction Bell nicht einsetzen kann, der wirkt nur, wenn er Schaden macht. So. Also Feuerschaden macht noch nicht viel Schaden. 32 Resistenz. Jo. Dann machen wir ab morgen dann beim anderen Portal, bei der Racer Stream weiter. Und ja, jetzt tun wir hier noch kurz uns das Keybuch holen. Haben wir Platz? Ja, wir haben keinen Platz. Dann machen wir kurz das Inventar leer. So, also die Sachen sowieso schon infiziert. Haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Da haben wir auch noch ein Amulett. Habe ich ja auch nicht. Auch nicht gut. So, das Gehbuch bitte holen.
Genau, und jetzt hier die drei, ich sage nicht, nehmen wir einfach die zwei unteren. Duplicated Rare Monsters. Axiom Thunderguard. Ich weiß nicht, wo der ist. Donnerwächter. Keine Ahnung. Wahrscheinlich die Halle da. Jump of Sin. Ja, dort so ein Skelett. Irgendwas. Naja. Vielleicht werden wir es morgen dann holen. Gut, Chizus Blum. Können wir auch noch kurz abgeben. Ja. Okay, das ist leider geprockt jetzt mit einem doppelten Rahn Monster. Aber das ist jetzt sowieso noch nicht so rentabel. Genau, Kitaku muss ich glaube ich auch noch erledigen. Das mache ich jetzt einfach kurz noch. Und ja, ich beende den Part jetzt schon. Dankeschön und tschüss.